Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Enshrouded. Heute ausnahmsweise mal mit Licht, weil ich einfach Bock drauf hatte. Wir werden uns heute die nächste Warte anschauen und auf jeden Fall auch noch eine Quest, die wir noch offen hatten. Vielleicht schaffen wir ja sonst noch irgendwas. Das werden wir dann aber sehen. Und in dem Sinne, joint gern dem Discord-Server. Hier haben wir eine fette Community mit dem geilsten Enshrouded-Server. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gern einen Like da, klickt auf den Abo-Button und vergesst die kleine Glocke nicht. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch viel Spaß und let's go. So, wir stehen ja jetzt hier in meiner fertig eingerichteten neuen Werkstatt. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Blumentöpfchen platziert. Das Ganze macht es natürlich dann ein bisschen einladender. Dann hat sie hier noch diesen Kamin bekommen, dass sie es ein bisschen gemütlicher hat. Und genau, den Boden habe ich geändert, wenn ihr es sehen könnt. Das ist der Wüstenbodenblock. Den finde ich, der hat eigentlich echt oder passt wirklich gut dazu, meiner Meinung nach. Dann gehen wir mal auf die Karte. Wenn ihr euch erinnert, wir sind irgendwo hier unten stehen geblieben. Und ich habe jetzt hier nochmal alle Schreine der Flamme geholt, die noch offen waren. Auch den hier und den hier. Die Miasma-Wurzel hier habe ich geholt. Dann war ich hier und habe die Brunnenblöcke geholt, die noch offen waren. Musste dann nochmal gegen dieses Monster kämpfen, aber das war jetzt nicht das Problem. Hier haben wir noch eine Quest offen. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ich war aber noch nicht drinnen, weil ich das mit euch machen wollte. Ich habe mir nur hier schon mal einen Altar gesetzt. Und dasselbe auch hier, denn hier habe ich dann tatsächlich auch den Aufgang gefunden zur Warte. Jetzt hätte ich mal gesagt, dass wir zuallererst hierhin reisen und dort die Quest machen. Das müssten dann die wissenschaftlichen Instrumente für ein Labor sein und die befinden sich in Eldermere Damm Ausgrabungslager. Wir gucken uns natürlich wieder um und finden instant eine Kiste. Feuer-Ehrlich-Beschwörung, gereinigter Verband. Einwandfrei, hier gibt's was zum Lesen. Knochen im Sand. Das Ödland birgt viele Geheimnisse und keines davon ist mysteriöser als die riesigen Fossilien längst ausgestorbener Kreaturen. Ich habe schon viel über den Ursprung ihrer Spezies nachgedacht, aber dieses Ödland bietet keine Antworten. Fragt man die Einheimischen, sagen sie, dass die Knochen von den Göttern stammen, aber ich weiß, dass das nicht richtig ist. Ich habe Theorien, aber ich muss noch weitere Nachforschungen anstellen. Ich habe da schon einen vielversprechenden Ort im Auge. Lorraine Krim. Konnte ich nicht hier irgendwas sammeln? Ja, Harz. Harz, aber herzlich. Gut, hier scheint noch Stoff zu sein. Und hier kann ich, glaube ich, auch noch was aufheben. Ja, Glassplitter. Ach, diese Katzenhaare immer. Repariert habe ich schon. Ich habe auch genug Essen dabei. Deswegen, das läuft noch, passt auch. Hier ist dann nichts. Dann schauen wir uns weiter um. Was ist hier? Ach so, durchsuchen. Oh, Polsterung, Leinen, Garn und Sandstein. Einwandfrei, einwandfrei. Ist noch ein Zeltchen. Hier kann ich aber erst was durchsuchen. Ah, Mann. Okay, dreimal Fackeln. Gut, habe ich sowieso keine dabei. Das passt also. Ah, und da hinten oben. Könnt ihr es sehen? Da müssen wir hin. Es ist hier nur noch eine Kiste mit Eisenpfeilen. Dann gehen wir mal schnell da rauf und dann können wir ja hier uns noch weiter umgucken. So. Ach, und das wird bewacht von dem Vogel, aber das interessiert mich nicht, weil er mir ja nichts tut. Und wir haben die wissenschaftlichen Instrumente. Plus zwei mehr unter Alchemist. Was haben wir denn jetzt mehr unter Alchemist? Keine Ahnung, sagt er mir nicht. Nur Quest aktualisiert. Ja gut, das werden wir ja dann schon sehen. Ach, jetzt hat Trüböl plus 4 Möhr unter Labor. Hier gibt es was zu lesen. Über das Verschwinden des Wassers, Feldnotizen, Tag 19. Ob man es glaubt oder nicht, im Ödland gab es einst eine Menge Wasser. Doch als ich einige der Einheimischen fragte, was mit dem Land geschehen ist, konnte mir keiner von ihnen eine vernünftige Antwort geben. Ich hörte von einem mysteriösen Sonnengott, der das Wasser in den Himmel saugt, bis hin zum Aufbrechen des Bodens und dem Auslaufen des gesamten Sees wie ein Fischglas.
aber nichts davon ergab Sinn. Tatsächlich hat der Eldermeerdamm eines Tages kein Wasser mehr freigegeben, obwohl seine Schleusen völlig offen standen. Ich habe Gerüchte aus den fernsten Winkeln von Glutal gehört. Angeblich entweicht aus dem Boden eine verheerende Plage. Könnte diese Katastrophe zusammenhängen, Lorraine? Dann haben wir das auch gelesen. Wir können einfach mal da runter. Hier liegt ein Sandstein rum. Okidoki. Das können wir durchsuchen. Glassplitter und eine Erfahrungsschriftrolle. Und was ist hier? Getrocknetes Fell. Okay. Oha, hier kann man voll viel durchsuchen. Das ist ja schön. Gibt's denn bei dem Vögelchen hier oben auch was? Komm ich da rauf? Nö. Beziehungsweise wahrscheinlich vielleicht, wenn ich von hier springe. Ach ja, was hat er? Mehl. Mehl und gereinigter Verband. Was hast du noch alles? Wie er sich immer dreht. Guck mal. Oh Gott, ist das gruselig. Hallo. So, was geht hier? Nix. Können wir nicht aufmachen. Schade. Ja, ich glaube, dass wir dann hier tatsächlich auch fertig sind mit dem Erkunden. Die hatten wir schon, oder? Nö. Haha. Dann. Aber die hatten wir. Also jetzt sind wir auf jeden Fall fertig. Sehr schön. Schauen wir mal ins Tagebuch. Wir müssen die nur noch platzieren und dann ist die Quest auch fertig. Handwerksrezepte in Schwarzmoor. Verwiesene Geschichte ansehen. Diese Seite wurde noch nicht entdeckt. Das heißt, 3 Seiten fehlen mir noch. Okay. Hier fehlt mir auch noch eine. Okay. Das ist dann aber düster Dickicht. Na gut. Wir gehen auf die Karte und werden hierhin schnell reisen. Und da haben wir sie schon, die Warte. Was mache ich da eigentlich? Wieder nur ein Quatsch. Geh mal rauf. Die Blume nehme ich hier einfach mal mit, weil ich nicht weiß, wofür man sie braucht. Und da bin ich gespannt, ob das hier anspruchsvoll ist oder nicht. Wir sind angekommen an der Ödlandwarte. Das sind immer so riesige Dinger, ey. So, einmal nach oben mit uns. Okidoki, also hier kann ich mich festhalten und dann hier rüber düsen. Ich weiß nicht wofür, das werden wir gleich sehen. Ach so, einfach nur um runterzugehen. Nehmen wir mal den ewigen Frostpfeil. So, Nummer 1 haben wir. Ach so, das war auch für die Tür, okay. Ah, und hier geht's noch nicht auf. Das heißt, ich werde... Aua, wie das immer ausschaut. Erstmal hier lang gehen müssen. Und da. Ah, ach Mann, oh Leute. So. Ich glaube, da hinten befindet sich dann gleich noch ein Schalter. Jetzt gehen wir erstmal daher. Wieder Feuer-Irrlich-Beschwörung. Machen wir mal hier die Dinger kaputt. Das ist nicht schlecht, weil da lootet man doch teilweise Zeug, was man noch nicht gefunden hat. Und das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Normalerweise mache ich sowas dann im Off im Nachhinein noch, aber da guckt her. Zinnbahn und alchemistischer Grundstoff und ein revitalisierender Heiltrank. Antiseptikum, fossiler Knochenstaub. Was ist da? Knochen. Und Bronzebarren. Das dürfen wir nicht vergessen. Zinnbarren, Wasser. Und hier war nix. Gut, dann müsste ja jetzt da unten die Tür aufgegangen sein. Und wir fliegen natürlich runter, weil ich mich nicht nochmal verletzen möchte.
ist ja ganz glasklar. Und schon können wir in die nächste Etage. Wo uns wieder etwas zum Drücken am Start. Mann, du. Boah, jetzt wäre ich fast gemein gewesen. Hier ist der nächste Drücker. Jetzt bin ich am Drücker, ich sag's euch. Dann einmal. Wow, schnell dahinter. Da lang. Und die Tür geht auf. Was haben wir denn aber hier noch? Okay, dafür brauchen wir noch einen Button. Und wo befindet dieser sich? Vielleicht hier oben? Machen wir erstmal die kaputt. Aber da ist nichts. Da drüben ist er. Wir flitzen einfach mal hin. Wobei das gar keinen Sinn gemacht hat. So. Das kann ich plündern und dann... Ach so, aber war das die Tür? Nee. Ich bin gerade verwirrt, Leute. Hier, das war die Tür. Genau. Und dann muss ich wohl hier lang. Und da hinten rauf. Ich denke, das sollte ich vielleicht hinkriegen. Aber nur vielleicht. Wir nehmen das auf jeden Fall auch noch mit. Oh, Eisenbarren habe ich gefunden. Hä, Eiseneimer und der Schmied? Aber ich habe doch schon Eisenbarren hergestellt. Und das finde ich ein bisschen verspultibus. Hier liegen auch noch mal welche. Ne, Bronzebarren. So, und dann einmal da lang. Und wir können wieder rauf. Oh. Wo muss ich mich jetzt da lang hangeln? Ach scheiße, das verkacke ich doch eh wieder. Nein! Genau. Ich sag's auch noch. Wo bin ich jetzt hier? Also, ich kann hier auf jeden Fall wieder hoch. Und eigentlich würde ich auch gerne erstmal oben bleiben. Aha, ich hätte mich also quasi, wenn ich... Oh Mann, warum musst du das immer tun? Aha, ich hätte mich von da hinten hierher geschwungen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Und dann muss ich dorthin. Und dann vermutlich hier rüber. Und dann darüber. Aha. Und was ist dann hier unten? Weil hier ist doch auch Zeug, schaut. Hier, der Knopf zum Beispiel. Okay, also dann muss ich mich hier tatsächlich nochmal umschauen. Da ist auch eine Tür. Ah, das war vielleicht der Knopf für die Tür. Das würde Sinn machen. Okay, dann muss ich doch... Hoppala. Wo muss ich denn jetzt wieder hoch? Da nicht. Da. Aua, blöd, Mann. Okay, also müssen wir quasi hier lang und dann dort lang und dann hier rauf. Oder? Sind wir von da gekommen? Nein, wir sind schon oben. Das geht immer viel zu schnell. Eigentlich macht es nämlich voll Spaß, sich da den Weg zu machen.
zu suchen. Gut, jetzt haben wir zumindest die Ödlandwarte auch. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Sonnentempel, 3 Fragezeichen und eine Höhlenpassage, wo ich noch nicht war. Und hier unten haben wir... Gibt es mehrere Sonnentempel? Okay, wusste ich nicht. 3 Sonnentempel. Jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Hier ist auch nochmal ein Sonnentempel. Dann gehen wir doch dorthin, dass wir den quasi da oben erledigt haben. Und dann schauen wir uns die anderen an. Dann ist es wirklich nicht mehr viel, was es zu entdecken gibt. Krass. Nördliches Karawanenlager. Jetzt möchte ich doch mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwas drunter ist. Ich glaube zwar nicht, aber... Nee, hier ist nichts. Hätte ja sein können, ne? Hier könnten wir aber pennen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Vergiftete Eisenpfeile, schau an. Und Mehl. Ich glaube, ich lege mich mal hin. Und da hinten durch das Loch im Stein können wir die aufgehende Sonne beobachten. Das ist ja auch nice. Jetzt haben wir hier wieder was zu lesen. Bitte benachrichtige die Königin. An Kommandant Cyrus, wo ist unsere Königin? Ich brauche dringend ihren Beistand. Als sie beschloss, unsere Karawane zu teilen, herrschte so viel Verwirrung und Chaos, dass mein jüngerer Bruder Gustav in die südliche Karawane versetzt wurde. Er mag wie ein erwachsener Mann aussehen, aber er hat den Verstand eines Kindes und lässt sich einfach verwirren. Ich habe den Eindruck, dass er im Wagen hinter mir lag und schlief. Als wir aufwachten, musste ich feststellen, dass er weg war. Was wird Gustav nur ohne mich tun, bitte, Kommandant Cyrus? Ich muss wieder mit Gustav zusammenfinden, bevor wir nach Rauenblick aufbrechen. Na gut. Wir werden deinen Gustav vielleicht finden. Ach nee, das sind diese Pissköpfe. Na komm. Dich mach ich doch mit links, du. Komm her. Was ist los? Traust du dich nicht? Ist der hässlich? Ja, ja. Mann. Der mit seinem Hähnchenschenkeln. So, und was gibt's jetzt hier? Sonnentempel. Gegrillter Sandgräber. Ja gut, wagen wir uns einfach mal rein. Ich weiß zwar nicht, was da kommt, aber hier können wir auf jeden Fall wieder Funken sammeln und die sind nie verkehrt. Was liegt hier? Lila Bären, okay. Thanks for the lila Bären. Wisst ihr, was ich brauche? Oh Mann, mein Inventar ist auch schon wieder so voll. Ach so, ich habe hier eine Fackel. Passt mir aber nicht, dass die da ist. Ich möchte, dass die dort ist. Ach ja, ist ja klar, dass da wieder ganz viele auf mich warten. Könnte bitte das Licht angehen? Ich wäre sehr verbunden. Okay, da ist nichts, aber eine Tür auf jeden Fall. Oh, oh, ups. Mann, bist du behindert? So, wir gehen rein. Hier sind nur solche, oder was? Geh weg von mir.
Und dann du. Ja. So, ist hier noch wer? Zeig dich. Okay, ich glaube, wir sind sicher. Also fangen wir mal von vorne an. Hier sind wir reingekommen. Hier kann man was durchsuchen. Und hier was öffnen. Oha, ganz viele Schwarzpulverkugeln. Okay, also, wir haben da hinten 4 Stück. Da oben leuchten 2. Und ich glaube, dass es ein Rätsel ist. So, was ist, wenn ich das betätige? Dann leuchtet einer. Wenn ich es zurück tue, leuchten wieder 2. So, jetzt leuchten 3. Und jetzt leuchten 4. Das heißt, eigentlich müsste jetzt die Türe auf sein. Ist sie auch. Super. Das war mal wieder zu einfach. Ist da irgendwas? Nö. So, dann drücken wir diesen Button. Und dann haben wir wahrscheinlich noch so ein Rätsel auf der anderen Seite. Wir gehen mal gucken. Genau, jetzt ist nämlich einer. Schon an, wollte ich sagen. Achtung, Falle. Achtung, Typ. Ah, Quatsch. Ja, ja, ihr könnt euch aufregen, was ihr wollt. Und ich bin Stufe 24 gekommen. Oh, wow. Das ist krass. Ach so, ja, weil ich es gerade vergesse. Ich habe auch noch ein paar Talentpunkte vergeben. Und deswegen habe ich jetzt 4 Nahrungsslots. Ich dachte mir, das wäre eigentlich ganz praktisch, wenn man das so macht. Weil man dann einfach mehr essen kann. Okay, irgendwas ist hier wieder, was auf mich schießt. Ich kann hier hochgehen, aber bringt mir das irgendwas? Oh, jetzt ist das Ding explodiert. Naja, was soll's. Oh, nein! Oh Gott, das war knapp. So. Halleluja. Ach, und da unten muss ich hin. Depp. Wo bist du, Junge? Bin ich fies? Ich weiß auch nicht. Ist da irgendwas? Oh ja. Noch mehr Schwarzpulverkugeln. So. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich bin gerade verwirrt. Ich muss doch eigentlich runter, oder? Wieder. Na genau, hier. So. Ist da eine Kiste? Ja. Wir springen einfach ums Eck. Für mehr Schwarzpulverkugeln. Oh, und ich sehe nichts. Wie gut, dass die Waffe ein bisschen leuchtet. Ha, und hier haben wir eine goldene Kiste. Überlegener Ring der Ausdauer. Das ist gut, weil einen Ring haben wir schon lange nicht mehr gefunden. War es das jetzt hier? Ist da auch noch eine Kiste? Nö. Hä? Aber ich kann mir doch nicht vorstellen, dass es das jetzt hier war. Lass mich noch mal kurz hier lang gehen. Ich möchte kurz was gucken.
So, hier haben wir das Ding freigeschaltet. Ach so, und hier sind wir einfach nur hochgegangen. Nee, ich glaube, dann sind wir tatsächlich hier mit dem Sonnentempel auch durch. Oder, Leute? Falls ich da irgendwas übersehen oder vergessen habe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten kann ich mal kurz meine Ausrüstung reparieren. Und vor die Tür düsen. Und dann haben wir das auch erledigt. Krass. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal ganz kurz nach Hause. Wo ist es denn? Da. Und platzieren dem Schmied, nee, Quatsch, dem Alchemisten, seine Werkzeuge. Ja, und jetzt sind wir wieder so weit, dass ich nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll. Vielleicht einfach hier so. Genau. Gut, was brauchst du denn? Wunderbar, auf dich ist immer Verlass. Wenn wir es schaffen, mit den wissenschaftlichen Instrumenten ein Labor zu bauen, können wir Heilgegenstände jenseits unserer jenseits jeder Vorstellungskraft herstellen. Labor. Das brauchen wir und dafür brauchen wir Atanor. Den kann ich mir auf jeden Fall herstellen. Okay, dann müssen wir uns das nochmal im Hinterkopf behalten, dass wir ihm noch ein Labor bauen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass ich ihm hier sein Reich auch ein bisschen größer machen muss. Und was wir dann noch im Kopf behalten müssen, dass ich die Flamme nochmal aufwerte. Dafür brauchen wir auch noch Zeug, was ich farmen gehen muss. Und dann haben wir ja erstmal nur noch wirklich hier das hinterste Eck der Karte. Ja, Leute, ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was das nächste Update von Enshrouded bringt und wann es natürlich rauskommt. Bis dahin schauen wir, dass wir noch so viel schaffen, wie geht, damit wir uns voll auf den neuen Content konzentrieren können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüssi.